Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Noch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Was machen wir denn heute? Jo, hallo Arti, ich habe mir mal was richtig Lustiges ausgedacht. Und zwar haben wir ja letztes Mal über Aussehen von Germany's Next Topmodel-Kandidaten gesprochen. Und jetzt kommen wir zu ganz wichtigen Themen. Jetzt besprechen wir mal das Aussehen von Politikern aus Deutschland oder von Leuten, die irgendwie politisch aktiv sind. Ja. Und tun die jetzt einfach nur sinnlos in so eine Tierlist einsortieren von Würde bis Abschieben. Und es geht jetzt hier nochmal, um das klarzustellen, nur ums Aussehen. Also, weil es wäre sonst langweilig, weil wir würden natürlich logischerweise alle von der AfD oder alle Konservativen auf Würde legen und alle Linken auf Abschieben. Aber wir reden mal hier Darum nur geht es ums jetzt. Aussehen. Genau. Genau. Dann fangen wir mit dem Herrn Gauland an, oder? Richtig, Gauland. Ganz Schwierig. ehrlich, ganz ehrlich, C. Also, C, ja. Ja. Ich er finde, ist er ist halt jetzt nicht alt. direkt hässlich, aber ja, ist halt alt, ja. C. Gut, Weidel. Genau, wir müssen auch ein bisschen Gas geben, es sind echt viele. Weidel, ich finde, das ist eine schmucke Frau, aber für mich auf jeden Fall nicht Würde, weil ich finde, die hat immer so eine kalte Ausstrahlung. Ja. Braucht man auch als AfD-Politiker, finde ich, ein Stück weit. Also, Auch ein ich bisschen weiß der nicht. Altersunterschied. Also ich würde auch A sagen. A, ja, wegen mir A. Ja, wegen mir A, aber darüber kommt sie nicht. Gut, Annalena Baerbock. Jetzt nur vom Aussehen, ganz ehrlich, würde ich sagen, Würde. Annalena Baerbock, finde ich, ist eine hübsche Frau. Also wenn die den Mund aufmacht, dann fängt das Problem an. Aber ich finde sie jetzt nicht so hübsch, dass ich würde. Tja. A. Also wir haben ja gesagt, bei den Topmodels, im Immer plus Zweifelsfall eins. Ja. gehen wir plus eins oder ins Extreme. Also komm, lass mal sagen, Würde. Also das, ich meine, man muss auch dazu sagen, jetzt zum Beispiel bei dem Bild, was da hast, ich muss dazu sagen, all die Bilder oder fast alle habe ich von der Seite vom Deutschen Bundestag direkt. Und jetzt zum Beispiel dieses Baerbock-Bild, das ist halt auch schon so mega mit einem professionellen Fotograf gemacht. Also klar, die alle wahrscheinlich, aber bei der Extrem, das ist, also die Grünen, die geben ja wirklich viel Geld aus für sowas, für Kosmetiker und Friseure und hast du nicht gesehen. Das Foto ist ja auch Ja. schon ein paar Jahre alt jetzt, ne? Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich finde Annalena Baerbock ist eine hübsche Frau. So, dann Das haben wir gebe ich den ihr. Herrn Hofreiter. Also safe abschieben. Ja, Also mit der der ist so Frisur immer unmännlich. noch. Ja, Ja. und vor allem, das ist wirklich, ich habe das jetzt nicht mit Absicht ein schlechtes Bild genommen. Das ist das, was er im Deutschen Bundestag hat, dieses Bild. Ach, wirklich? Nein, Das oder? hat er auf der Seite. Na? Da kann man ja das selber hochladen. Also man kann ja selber als Bundestagsabgeordneter sich ein hübsches Bild auswählen von sich. Na, hat er das genommen? Also, ja. So, wen haben wir denn als nächstes? Ist das nicht Aydan irgendwie auch schon. Özoguz ist Ach, das. das ist Das die war mal SPD, ne? unsere Genau. Integrationsministerin. Die, lustigerweise, die Integrationsministerin der SPD, die sagt, wir Deutschen hätten keine Kultur. Also, naja, da ist es bei ihr selber mit der Integration also nicht sehr weit. Was hat sie gesagt? Ich zitiere, abseits der Sprache ist eine deutsche Kultur nicht erkennbar. Also, Genau. dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren, wenn man nicht, was weiß ich, von Goethe sprechen kann oder von deutscher Pünktlichkeit und Maschinenbau. Das gehört ja auch alles zur Kultur. Also, ja. Aber abseits jetzt vom politischen, also ich würde sagen B. Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Mein Typ ist sie nicht, aber hässlich ist sie auch nicht. Dann haben wir einen Bernd Baumann von der AfD, der ist Fraktionsvorsitzender, wenn ich jetzt, mich jetzt nicht ganz irre, im Bundestag. Ja, auch B B, vielleicht. Also ja, B. ja, B. Höher als Gauland, aber nicht A. Björn Höcke. Ich würde sagen A. A. Also würde auf keinen Nee, Fall. ganz ehrlich, Björn Höcke würde ich nur sagen B. Ja? Also. Ja, weil ich finde, er hat immer so ein bisschen einen leeren Blick, manchmal auch in dem Bild. Also, Ah Björn ja, okay. Höcke würde ich B sagen, tatsächlich. Okay. Lass sie mal auf B legen. Ich merke schon bei den Models, da waren wir immer viel bei Würde und Abschieben. Und hier sind wir viel bei B bis jetzt. Na gut. So, jetzt haben wir Brittany Pettibone. Das ist jetzt keine deutsche Politikerin. Ich habe sie mal aus Gag reingenommen. Es ist halt eine Influencerin und Frau von Martin Sellner. Eine Amerikanerin. Die Würde. würde ich schon sagen, Würde, ne? Ja. Ganz klar, brauchen wir nicht lang diskutieren. Als nächstes Christian Ja. Lindner. Würde. Würde ich auch sagen, das ist ein hübscher Mann. So, So, Claudia Roth. würde abschieben. Würde abschieben. Ja, schon, oder? Also, ja. Die Also, bräuchte halt lange Haare, dann könnte vielleicht sagen. ja, wie gesagt, es geht hier nur ums Aussehen, nicht um die Politik und trotzdem würde ich auch sagen, abschieben. Pass auf, Und am dann Ende gibt haben. es so eine übelste Korrelation. Ja, vielleicht, vielleicht. So, dann haben wir als nächstes Corinna Mjazka, die leider verstorben ist. Die war von Bayern. Ich
Nein, ich glaube, die Katrin Ebner-Steiner ist im Landesverband Bayern die Vorsitzende, aber sie war auf jeden Fall auch ein hohes Tier im Bayerischen Landesverband, war im Deutschen Bundestag. Was, von der AfD oder was? Von der AfD, ja, okay. Die ist leider letztes Jahr gestorben an Krebs. Hm. Die hat sehr gute Videos gemacht mit Stefan Brandner zusammen. Ich würde bei ihr sagen. Wie ist das? Oh Gott, auf dem Foto sieht er ganz anders aus. Ich würde bei ihr sagen A oder sogar Würde. Also die finde ich auch richtig hübsch. Ich bin für A. A, will ich durchaus sagen, gut. So, braucht man nicht drüber reden wahrscheinlich, ne? Ja, komm, das würde ich ja, um nochmal das klarzustellen, ja, Emilia Fester ist für mich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Traumfrau beschreiben müsste, also jetzt nur äußerlich, dann wäre Emilia Fester leider, würde das sehr entsprechen, also ich finde die wirklich super. Ja. So. Deswegen würde. Was haben wir jetzt hier? Das ist Eva Vladinger-Bruck, das ist eine Niederländerin, die ist immer mal bei Achtung Reichel zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall auch eine sehr hübsche Frau, also ich würde sagen, ohne Zweifel würde. Du müsstest vielleicht, wollen wir doch ein bisschen ranzoomen, geht das? Oder weiß nicht, ob das, ja, so vielleicht, genau, so ist vielleicht besser. Dass man noch geht nicht, okay. Die untere Zeile sieht, ja. Genau. Die rücken okay. Da danach. Die rücken danach, ja. Genau. Die ist Würde. So, Herr Luftballon. Friedrich Merz, ja. Entschuldigung, auch das Gesicht. RC oder auch die Haare, er hat wenig Haare. Ich bin tatsächlich schon fast für Abschieben. Also auf dem Foto jetzt hier sieht er halt wirklich aus wie ein scheiß Softballon. Ja. Ich sag C, weil er ist immer noch ein bisschen irgendwie gepflegt, weißt du, er hat sowas von vielleicht so einem Bankkaufmann. Also abschieben würde ich tatsächlich nicht sagen. Gut, also wir bleiben dabei immer eins höher zur Not. Genau, ja. Beim 2-2. So, Gregor Gysi. Hm. Jetzt rein vom. Na gut, er ist halt alt und er hat halt auch eine ordentliche Platte. Also ich würde ihn aber tatsächlich sogar vielleicht. B sagen. B! Um Gottes Willen, ich hätte C gesagt höchst. Ich hätte sogar vielleicht eher Abschieden gesagt. Aber ist er noch gepflegt? Also ja gut, stimmt. Hast recht. Weißt du was? B. Ja, komm. Komm. Hast recht. Heiko Maas, würde ich sagen, würde. Ich finde, er hat irgendwas. Oder mindestens A. Ich finde, das ist ein gut aussehender Mann. Können diese Augen lügen? Leider, ja. Mit so einem also Hundeschlafzimmerblick. So. Ja. Aber ich finde, das ist trotzdem ein gut aussehender Mann. Also was sagst denn du? Ich habe gerade kein Bild im Ganzen von ihm vor Augen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, A oder Würde, ne? Von mir aus A. Von mir aus A, ja. Ist gut. So, jetzt haben wir Helge Lind. Das ist wirklich ein Backpfeifengesicht. Das ist. Ja. Es tut mir leid. Und ich erkennst du diesen Clip, wo er halt irgendwie Arabisch spricht und sich bei der arabischen Gemeinde bedankt? Und ja. Es ist so ein Kack. Ja, also der ist abschieben. Oder nach der Bazooka kommt der Doppelbums, fand ich auch sehr lustig. Ach, war das oder von ihm? Im Boxhandschuhen da so. Ja. Ist denn die nächste? Ist das Joanna Cotard, die war mal in der AfD, ist leider ausgestiegen und ist jetzt fraktionslos. Mhm. War mal für die Bundestag. Ich schwank zwischen B und A. Sie ist nicht so ganz menschlich. Ja, ich denke B ist okay. B würde ich auch sagen. Jürgen Trittin von den Grünen. Der war auch mal irgendein Minister bei uns. Ah, wirklich? Jürgen Trittin? Auf dem Foto also, jetzt hier, ja. Da hat er viel zu wenig Haare, als dass ich ihm das. Der sieht so aus wie einer, der so eine Kunstgalerie eröffnen könnte, weißt du? Also, ne, wenn die sagst du hier. Ich hätte echt B gesagt, aber gut, wenn du sagst, wir sortieren immer höher ein, dann wegen mir. Ah, okay. Gott, das wird ziemlich voll mit unserer Regel hier. Ist okay. So, dann haben wir Julia Klöckner. Pass auf, ich bin bei dir. Mach mal B. Ja, mach mal B. Finde ich auch besser. Also ich habe da ganz Schmerzen, wenn ich den Jürgen Trittin da oben sehe in der Reihe mit den Schönheiten. So haben wir Julia Klöckner von der CDU-CSU. Ich sagen A oder sogar Würde, aber ja, A reicht. A reicht, aber hübsch ist sie schon. Mhm. Gut, dann Julian Reichelt mit einem sehr gewagten Ausschnitt, muss ich sagen. Also viel Brusthaar in diesem Hemd. Er hat viel James Bond geschaut, die alten Filme. Bei ihm bin ich mir unsicher. Ich kann das ganz schlecht einschätzen, weil ich ja keine Frau bin. Also ich. Ja, also seine Vita, würde ich sagen, spricht für ihn als Frau. Ja, das stimmt. Ja. Also A oder B wahrscheinlich. Ich würde eher zu B tendieren, aber muss ich sagen. Du würdest nicht zu Würde gehen? Okay. Nee, das auf keinen Fall. Weil er hat, finde ich, nicht so ein Chat-Gesicht. Ja, dann mach mal A. Ah, ja, wegen mir. So, wo wir bei Chat-Gesicht sind. Ja, der Ultra-Chat, Karl Lauterbach.
Also ich kenne ja seine Zähne, deswegen bin ich nicht mehr für Abschieben. C, ja. Ja, safe abschieben. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ist eine B hübsche bis C. Frau. Ah, C! Ich würde sagen B bis A. Ja, Mensch, da sind wir doch wieder in der Mitte. Ja, da sind wir in der Mitte. Das Okay. wird so die jüngste Gauss für Glockenkurve, pass auf. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir Kevin Kühnert von der SPD. Ich weiß nicht. Also ich. Er ist jung, das gebe ich ihm, hat noch volles Haar. Aber er hat so ein Nee. unmännliches Gesicht irgendwie. Ich weiß nicht. Ich würde vielleicht B oder C sagen. Also wegen mir noch B, aber eher C eigentlich fast. Wobei C ist ein bisschen fies, wenn ich jetzt Gauland sehe und Merz. Ich würde sagen B. Ja. Also, wenn, lass den mal noch Ja. ein paar Jahre älter werden, dann rutscht der da runter, aber. Am besten, ihr Zuschauer, rastet Moment. mal immer schön aus in den Kommentaren, wenn ihr gar nicht Ja. einverstanden seid mit einer Ich sehe schon die Einordnung. 1000 Timestamps hier, Ja, 53. bei Die Minute hätte ich aber 10, woanders hingepackt. 32 Sekunden, das gehört A. Minute 10, 44 Sekunden, das gehört S und so weiter. Und bei So, als nächstes 10,50 haben bin ich wir. eurer Meinung. Als Wer nächstes ist haben es wir wieder hier? eine Influencerin. Habe ich jetzt einfach mal als Benchmark vielleicht so ein bisschen reingenommen. Lauren Zadern. Ach ja. Ist ja Kanadierin. Ich weiß nicht, ob ich bei der 100% Würde sagen würde. Also Wobei, ich wenn ich nicht, mir ich so. gebe A. Ja, komm, würde ich nämlich auch sagen. Würde ich nämlich auch sagen. Ich finde, die ist noch ein bisschen zu over the top eigentlich. Also eine hübsche Frau ist die, aber. Gut, jetzt haben wir als nächstes Lutz Bachmann von Pegida. Also Pegida Gründer, wenn man so will. Der immer die Demos organisiert hat. Was sagst denn du? Ich huste erst mal kurz. Ich finde, Irgendwas zwischen ja, B okay, und mach A du hätte ich erstmal. gesagt jetzt. Ich hätte nämlich auch A gesagt, ich finde, er hat ein ziemliches Chat-Gesicht. Also generell, ich finde, Lutz Bachmann ist so ein richtiger Chat eigentlich. Also, der hat so viel. Reibungsgesicht, ja. Ja, der hat auch immer so viel Geschiss gekriegt. Gut, es geht ja jetzt nur ums Aussehen, aber ich finde, er hat auch einfach so eine Art, das sieht man ihm auch an. So ne, der ist ein harter Mann, weißt du, der ist ein harter Kerl. Ja, gut, der war ja auch mal Also Türsteher oder was? lustigerweise, die erste Assoziation hatte ich so Holzfäller bei ihm Er tatsächlich. hat ja auch als Türsteher und so gearbeitet. Also, er ist halt auch da durchsetzungsfähig. Ja, sag mal A. Er ist ein männlicher Mann. So, dann haben wir, I oh Gott, der Name Wer ist Iris das? Maria Hartner-Kühnel oder so heißt die. Ach du Ganz Scheiße. schwierig. Die ist von der AfD. Also jetzt unabhängig davon, da würde ich sagen, würde. Würde? Ja. Ist Okay, mein Typ, ich ja. hätte nur A gesagt, aber gut, ich weiß, dein Typ sind die Dunkelhaarigen, dann mach mal Würde. Gut. Als nächstes Würde. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Das ist, Boah. und das ist noch ein vorteilhaftes Das stimmt wohl. Bild von Ja, mir. wohlwollend C, aber realistisch abschieben, ne? Findest du vom Aussehen her abschieben? Ich kenne die anderen Fotos. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Aber wie, ja. Ich sag C. Ich gebe dir noch C. Dann machen wir C. Gut. So, als nächstes haben wir Markus Gansacher. Was? Ja, Markus Gansacher von den Das ist Grünen. das Foto von Enz? Das ist das Foto, ja. Und es Du steht auch auf Scheiße. der Bundestagsabgeordnetenseite, ist natürlich, dass es eine Frau sei. Es steht, also es steht Tessa Gansacher da auf der Webseite, obwohl sein legaler Name Markus ist. Also Also da wurde dieses nicht kleine zugeschlagen. Passfoto, muss ich sagen, sieht nicht verkehrt aus. Wirklich? Sieht halt aus wie so eine Hippie-Tante. Ja. Ach so, okay. Aber gut, Bei Enz sieht man es halt wunderhübsch am im Ganzkörperaufnahmen. aber Dass das da ist ein alles Mann, nicht der so sich ganz. als Frau verkleidet, deswegen sage ich abschieben. Ja. Ja, Aber wie gesagt, also. auf dem Passfoto nicht schlecht. Als nächstes Martin Sellner. Boah, ne? Ich sag Würde. Würde. Würde, ja, das ist auch ein Chat vom Gesicht einfach. Dann haben wir Ja, der Nicole hat auch Höß. dieses, worauf die Frauen stehen, er ist halt nicht so übermännlich wie der Bachmann, sondern Eben, halt so eben. noch. Er ist nahbar. Ja. Ne? Er ist nicht so hypermaskulin. Ja, das stimmt. Gebe ich dir. So, wer ist das denn jetzt? Gott, die kenne ich ja woher. Nicole Höß. Nicole Höß, auch von der AfD. B. B würde ich auch meinen. Würde ich auch meinen. Die kommt zu B. So. Als nächstes haben wir Nüke Slavik von den Grünen. Wie findest du die?
Ich kenne ja die Geschichte. Ah, ja, du kennst die Geschichte leider. Ja, ja, aber wenn ich sie nicht kenne, wenn ich sie nicht kennen würde, würde ich sagen, würde tatsächlich. Auf was? Rein vom Foto jetzt. Ja gut, ja. Doch, stimmt tatsächlich. Ja, muss ich wirklich sagen, weil ich hatte auch, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, huch, das ist aber hübsche Politik und habe so kurze Ruhe. Moment, ja, das ist ein Kerl. Deswegen, wie schnell kann man von hier oben nach unten fallen? Ja, also. Ja, Abschied. So, also nächstes Olaf Scholz, unser Kanzler. Ich sag auf dem Foto B. Höchstens C eher abschieben. Auf dem Foto? Nee. Ja, er sieht besser aus als Gauland auf dem Foto, sorry. Aber Gauland hat mehr Haare. Es geht doch nicht nur bloß um die Haare. Vielleicht bin ich so haargeil, aber. Ich finde auch, der hat so ein Eierkopf irgendwie. Da finde ich den nächsten schlimmer. Was? Ja. Okay, krass. Krass, krass, krass. Da scheiden sich echt die Geister. Gut, dann lassen wir B machen vielleicht. Ja, komm. Er ist bei der SBB. So, der nächste ist Peter Böhringer, auf den ich große Stücke halte von der AfD, finanzpolitischer Sprecher. Hervorragender Mann. Ich finde den richtig gut. Also ich würde, also jetzt auch vom Aussehen einfach, weil ich finde, er hat auch eine vorteilhafte Brille, er hat ein starkes Kinn. Ich würde den auf A setzen, muss ich sagen. Wirklich, ja? Ja, mindestens B. Aber diskutier mit mir, bekämpfe mich. Also ich bin eher für B, aber ich finde halt, er hat wirklich diesen Eierkopf. Dann, ja, ach so, B, dadurch komm. Sogar, ja, dann machen wir B. Dann machen wir B. So, als nächstes Petra Pau von den Linken. Die war jetzt ja viel im Gespräch, weil die Fraktion, die Linke, hat sich ja aufgelöst. Und eigentlich ist es ja so, Bundestagsvorsitzende müssen von einer Fraktion kommen, weißt du? Mhm. Von Parteien. Die ist ja nicht mehr da. Genau, und dadurch, dass die Linke und sich wegen Bündnissache Wagenknecht abgespalten hat, hätte sie eigentlich gehen müssen, wurde ein Antrag gestellt von der AfD, ging natürlich nicht durch, sie ist weiter Vorsitzende im Deutschen Bundestag. Aber so viel dazu. Jetzt reden wir erstmal nur über das Aussehen. Ich sage, abschieben. Ja, diese Frisur, nee. Das ist wirklich so eine Hausfrauen, so eine Frisur, ja. Mach noch mal rote Haare, weil ich es wissen will. Ja, das ist echt gar nicht gut. Als nächstes. Oh, dann haben wir hier einen Rentner. Der jüngste Rentner der Welt, Philipp Amthor von der CDU. Es ist schwierig bei ihm tatsächlich. Ich sag C, wenn ich mir die Leute bei B angucke, ich finde, da gehört er nicht rein, bei B. Ja, stimme ich zu, ja. So, oh Ricarda Lang von den Grünen. Passt sie überhaupt in eine Spalte? Das Bild wird dann nochmal so breit gezogen, in die Breite hier wahrscheinlich, wenn du das ablegst. Oh, das war zu gemein. Ja. Ich gebe es zu, es tut mir leid. Ja, ein bisschen Fettshaming muss schon sein. Ja, ich sage abschieben, oder? Das Ding ist, wenn du jetzt nichts über die Person wüsstest, würdest du, glaube ich, nicht so urteilen. Also, weißt du, wenn du nur dieses Foto hättest von ihr. Ja, ja, aber wir wissen ja, wie sie im Ganzen aussieht. Und sie ist wirklich eine viel zu dicke Frau. Ja, ja. Deswegen abschieben. Und ich muss dazu sagen, sie könnte, wenn die schlank wäre, könnte die echt gut hübsch sein. Wäre die jetzt eine ganz mein Typ, aber dann könnte es eine hübsche Frau sein. Hatte doch jemand mal dieses Bild von ihr gezeigt, wo sie da so 18 oder so war. Wo sie noch nicht so ein Hebeklos war. Ja. Ja, da war sie immer noch zu mollig eigentlich. Mhm. Aber da war sie echt viel... Da hätte man was machen können. Ja. So, Robert Habeck, mach du erstmal. Also auf dem Foto, ganz ehrlich, würde. Würde ich nämlich auch sagen. Ich finde Robert Habeck, ganz ehrlich, ist ein hübscher Mann. Wie er jetzt mittlerweile aussieht, nee. Also die Macht hat ihn wirklich zerschossen. Wirklich, wirklich. Okay, ich hätte immer noch gesagt, würde. Also ich denke, die Frauen könnten auf den stehen. Jetzt haben wir unseren Demo-Interviewer. Genau, Roger Beckkamp von der AfD. Schwierig. Schwierig, ne? Also A oder B, aber. Ach, echt? Ich hätte gesagt B oder C sogar. Ja, dann sind wir doch wieder fertig. C vielleicht ein bisschen. Ja, dann machen wir B. Gut, achso. Passt das. So läuft Am Ende können wir dann rauszoomen, um nochmal alles zu sehen. Aber wir machen erstmal so weiter. So, Sarah Wagenknecht. Oh nein! Gott, was habe ich getan? Ich hoffe, das ist noch offen. Ah, perfekt. Gut. Ich wollte doch nur scrollen. Nur eine scrollen. Ja, jetzt scrollst du zu weit. So, okay. Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht, nicht mehr von Die Linken.
Ja, was sagst denn du zu der? Viele halten ja so große Stücke auf die, dass sie die gut aussehend finden. Ich gar Also nicht mal so. Für ihr Alter auf jeden Fall, aber ich würde nicht. Und die ist auch dein Typ, oder? Also sag mal vielleicht A. Ja, A ja, ist, komm, ist A. Lass A okay. sagen. Lass A sagen, auf jeden Fall. A machst du neben den guten Lutz. Saskia. Ja, A sagt, ja. muss auch Saskia Esken sagen. Ja, genau. Saskia Esken von der SPD. Würde ich C sagen, tatsächlich. Ja, ja die Frisur, das ist nicht schön. Aber halt knapp vor Abschieben, tatsächlich. Also. Ja. Stefan Brandner. Oh. Boah. AfD. Da ist es schwierig. Also ich denke A. Ich denke nämlich auch A. A, würde ich auch sagen. Aber nicht würde. Nicht würde, aber A. Das ist, denke ich, auch ein gut aussehender Mann. Tino Chrupalla würde jetzt ich wahrscheinlich auch schwierig. Bei A einsortieren. Würde ich auch sagen bei A. Ja, aber der hat auch so ein bisschen die Sellner-Vibes auf dem Foto. Ach, zu würde sogar. Ja. Ja gut, stimmt. Wegen mir, weißt du was, wir haben immer gesagt, dann positiver. Ja, komm, dann gerne würde. Wir haben jetzt komischerweise nochmal Gauland, das war ein Fehler. Wir haben ja einige, die sich wiederholen. Oder sind wir jetzt durch? Kann das sein? Scrollen wir nach unten. Irgendwie, das ach, wiederholt sich ja, das ist ja lustig. Die sind ja alle doppelt jetzt. Ach, okay. Warte mal, Gregor Gysi haben wir schon gehabt? Sind wir durch, ja. Okay, aha, dann hat es irgendwie einen Fehler gemacht. Vielleicht durch das Tappen. So, genau, dann kannst du nochmal unsere gesammelte... Nee, so ranzoomen war eigentlich gerade gut, da konnte man alles sehen. Ja. Innen raus noch. Die sammelten Werke. Genau, und dann nochmal langsam hochscrollen. Ja, vorsichtig. Genau, so, da haben wir jetzt unsere wichtige Einsortierung gemacht. Politiker mal nach dem Aussehen beurteilt. Das ist natürlich... Ja. Das, was man schon immer mal wissen wollte. Genau. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht, wen ihr höher oder niedriger einsortiert hättet. Ich meine. Ich sag ja, Platz 1 Emilia Fester. Ich meine, schlussendlich ist es ja das, was wir vermutet haben. Es ist eine Glockenkurve geworden, die ein bisschen verzerrt ist, dadurch, dass wir die Leute im Zweifelsfall eins nach oben geschickt haben, ne? Ja, genau, weil wir haben in C ja deutlich weniger als in Abschied und B. Gut, bei Abschieben waren wir doch relativ rigoros. Ja, naja, was meinst du mit rigoros? Findest du, da sind ein paar dabei, die doch nicht abgeschoben gehören? Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir immer sagen, okay, du bist halt ein Mann, der als Frau spielt, bist du gleich weg. Ach so, ja, klar. Ach so, ich weiß schon, wegen Niki Slavik, er an sich, der ist passing. Genau. Ja. Er geht als Frau durch, ja. Ja, war doch ein lustiger Speedrun hier durch die Parteigefilde. Ich hätte gedacht, das geht ewig. Aber gut. Nee, da muss man einfach, glaube ich, immer den ersten Eindruck. Sonst kann man sich da ja tot debattieren über so eine Scheiße. Genau. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seht das nach, dass wir jetzt ein bisschen Ulk betrieben haben. Im harten politischen Tagesgeschäft. Und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.